Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 21.06.2021, den ersten Handelstag nach dem Verfall. Und ja, Verfall, unser DAX, der hat sich richtig abseilen lassen. Also, der hat wirklich eine Glanzleistung nach unten durchgelegt. Und das zur Überraschung der meisten. Davon gehe ich zumindest aus. Das hat man auch der Aggressionsschwelle entnommen. Da waren wirklich ganz schön viele richtig angepisst. Na, das hat man im einen oder anderen Forum oder auf den ein oder anderen Kommentaren auch deutlich gemerkt. So gefühlt war es bei uns nicht ganz so stark, aber trotzdem vorhanden halt, ne? Weil das sind Bewegungen, die erzeugen Aggression. Du sitzt die ganze Zeit da, versuchst die ganze Zeit Short zu suchen, immer haut dich immer wieder raus und genau da, wo du gerade mal nicht handeln willst, weil irgendwas wieder passt, irgendwelche Nachrichten passen nicht rein oder eben ein Verfall, wo man sich sagt, da will man vielleicht nicht handeln, da muss man vielleicht nicht handeln und genau dann kommt natürlich die Auflösung, auf die man wochenlang gewartet hat und dann ist natürlich die Frustrationsschwelle, die ist diese auf maximal halt, ne? Also da nimmst du einen Laptop, klappst ihn zu und haust ihn gegen die Wand halt so ungefähr, ne? Also da kann ich auf jeden Fall die Leute verstehen, aber der Markt macht das immer so. Das ist oben raus wie unten raus, das ist nie, das ist immer so. Es gibt immer irgendeinen Grund und der Markt passt genau diesen Moment ab, wo die Leute eben und das dann eben nicht mitnehmen können, zum Großteil halt eben nicht mitnehmen können, weil sie durch Verfall oder durch Nachrichten eben gerade abgelenkt sind in die andere Richtung oder einfach in dem Moment das nicht handeln wollen. Und das ist immer wieder so halt, ne? Das ist nicht nur dieses eine Mal so. Und deswegen sage ich auch immer, macht euch nicht, ne? Nee, es muss scheißegal sein, ob der steigt oder ob der fällt. Das darf einem nicht emotional wegnehmen. Und einen darf es auch nicht emotional wegbrennen, dass der dann losgerannt ist, ohne dass einer mit dabei ist. Das zeugt einfach davon, dass er viel zu oft vorher das probiert hat, die Strecke zu handeln und nicht geklappt hat. Ne? Das ist aber Emotionalität. Und da muss man wirklich aufpassen und sagen, hey, emotional, das bringt mir einfach keinen Vorteil. Ne? Es bringt mich nicht weiter. Es bringt mir in dem Sinne eher Nachteile, ne? Weil ich dann immer wieder reagiere nur auf den Markt und das in der Regel an der falschen Stelle. Dann ist man im Hoch Long drin und im tiefsten Short drin und das hilft nicht. Ne? Unsere Lisa zum Beispiel, die hat sich auch gesagt, okay, wenn er denn hier unten jetzt durchbricht, wenn er denn diese Chance nicht nutzt, diesen bullischen Ausbruch hier oben, wenn er das vermasselt und er macht tiefer, dann Short rein und dann mitgehen. Das haben wir auch gestern so ein bisschen im Video gesagt, ne? Der müsste schon die 6,80 unterbieten und auch noch die 6,30 unterbieten, um hier eben unten rauszukommen. Ne, hatten diesen Short-Ticker da eben mitgenommen, mit reingegeben Richtung 5,10. Das hat er so weit abgearbeitet, ist sogar noch unter den nächsten drunter gegangen. Also in dem Sinne eine komplette Durchschlag nach unten. Aber ich verstehe jeden, der da jetzt angepisst ist, weil das ist scheiße, aber das ist halt auch immer so und das muss man sich bewusst machen. Man kann auch nicht immer mit dabei sein und es darf auch nicht immer das Ziel sein, weil ich dann. Der Markt legt es immer so, dass ich in den meisten Fällen eben nicht dabei bin, ne? Dass ich wieder nur zugucke. Und wenn ich aber mich davon jedes Mal hochziehen lasse und das jedes Mal emotional ran das an mich, dann wäre ich zum Opfer halt, ne? Dann spielt der Markt mit mir, dann spielt er mich immer wieder aus. Das muss mir jeden Tag egal sein, fällt er oder steigt er halt, ne? Und so haben wir es halt jetzt, der Trade ist noch nicht zu Ende. Haben uns hier halt jetzt einstoppen lassen, gucken mal, wie weit wir mit dem Ding noch kommen. Aber das ist halt auch, ich habe damit nicht gerechnet, ganz ehrlich. Ich habe mit allem gerechnet am Freitag, aber nicht, dass der uns den Short eintriggert hier. Aber das ist dann halt so. Und dann muss mir das auch egal sein, wenn dann das Signal auf der Short-Seite kommt, dann ist das so. Ne? Und das ist einfach, da wirklich denen zugesprochen, die sich da ein bisschen, ne, ich will nicht sagen, auf den Schlips getreten gefühlt haben vom Markt, aber ich glaube, das hat. Der Markt fällt so nicht, ne? Der fällt so nicht, wenn da alle dabei sind. Der fällt nur so, wenn ganz wenige da eben noch Short drin sind oder viel eher die Leute vielleicht Long drin sind. Wenn sie gleich früh Long reingegangen sind, das ist der Klassiker. Das ist einfach der Klassiker. Und dann kriegt man solche schönen langen Bewegungen. Wenn der Markt die Instinkte der Leute macht und jeder, der instinktiv handelt, der emotional handelt, der wird immer die Bewegung sowas nicht mit haben. Der wird immer verkehrt rum drinnen stehen halt. Ne? Und das ist dann so der Klassiker. Also ich gehe davon aus, die meisten sind hier long drinnen, ne, gleich früh, sind dann erschrocken. Sie haben das dann erstmal sich eine ganze Weile angeguckt, vielleicht in dem Bereich nochmal Longs ausgebaut. Und das ist das, was man instinktiv macht. Insbesondere diejenigen, die auf einer Position seit Wochen drin haben, ne? Die sind anfällig für sowas. Die sind immer wieder anfällig für sowas, in solchen Momenten falsch zu agieren. Weil wann agiere ich neutral? Wann agiere ich, wie soll ich sagen? Wann agiere ich, will nicht sagen clever, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meinen will, sagen will.
Ich agiere dann am besten, am technisch sinnvollsten, mit Wahrscheinlichkeiten und so weiter, wenn ich gerade keine Position drin habe. Weil dann bin ich absolut neutral. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Neutral sein. Ne? Es muss euch egal sein, fällt, steigt und so weiter und so fort. In dem Moment, wo ich absolut neutral bin und nicht wochenlang schon irgendwelche Schieflagen aussetze, dann bin ich auch in der Lage, in so einer Situation richtig zu agieren und dann zu sagen, boah, ey, Alter, eine rote Kerze nach der anderen. Jetzt suche ich mir hier einen Short. Punkt. Und wenn dann ein kleiner Rücklauf kommt, dann gucke ich mir an, wie der kommt. Und wenn dann eine rote wieder dahinter kommt, dann drücke ich nochmal einen Short rein. In dem Moment, wo ich aber Schieflagen ausgesetzt habe, und da ist manchmal egal, ob Short oder Long, hau ich gegen so eine Bewegung. Ja, und dann bin ich wieder mal gegen den Trend und dann fängt er wieder an zu rennen, wenn ich in der falschen Richtung drin sitze. Und dann denken die Leute, oh, jedes Mal, wenn ich hier eine Position reinmache, rennt der Markt dann los. Genau, wenn ich höhere Positionsgröße habe als sonst, rennt der plötzlich los in die andere Richtung. Aber nein. Weil der Markt macht die Bewegung immer. Man selber ist es, der immer wieder in so einem Moment falsch reagiert. Und deswegen bewegt sich der Markt halt. Ne? Es ist ein Hin und Her und immer wieder Geld holen und immer wieder das Ausnutzen dieser emotionalen Schwächen. Also das wirklich als Präsenz, als Paradebeispiel, weil ich glaube, es hat hier wirklich viel erwischt. Das hat man auch ein bisschen an der Stimmung wahrgenommen, an den Kommentaren. Ich glaube, es hat hier viel erwischt, ne? Viele überrascht, viele sind nicht dabei und das erzeugt Aggression und das sorgt vor allen Dingen auch dafür, dass der Markt jetzt richtig Potenzial kriegt, seine Keilauflösung noch zu machen, fertig zu machen. Weil der hat die Leute jetzt schon im Start völlig verrumpelt. Guckt mal das Video von Freitag, für den Freitag an. Guckt euch das nochmal an. Wir haben genau das gesagt. Da kommt dann so ein schneller Tag, der einfach mal 200, 300 Punkte, ich hätte ja gedacht, der kommt am Dienstag, aber er kam jetzt halt am Freitag. Kommt so ein schneller Tag mit 200, 300 Punkten, wo alle den Start verpennen, wo keiner richtig drin ist, wo am besten alle im Start noch long drin sind, 200, 300 Punkte, dann löst er den Keil auf. Und genau da stecken wir jetzt möglicherweise drin in der Bewegung. Na? Das ist, guckt am besten das Video nochmal vom Freitag an halt. Na? Also das ist, ich habe nicht gesagt, dass es am Freitag kommt, weil ich selber nicht damit gerechnet habe. Ne? Aber er hat es halt jetzt zum Freitag gebracht. Und das ist genau dieses Bewegungsverhalten, was wir eben beschrieben haben. Das heißt, wenn er jetzt hier weitermacht und jetzt hier nicht, wir hatten sowas mal am 5.4., ich zeige es euch gleich im Tageschart, am 4.5. hat man sowas mal im Tageschart, schon mal. Wenn er jetzt nicht per Aufwärtsskip reinkommen sollte und er treibt direkt nach oben, würde ich sagen, der hat nach unten wirklich Ausreißpotenzial. Ne? Das heißt, die nächste Stelle ist hier die 350, die ist heiß. Die 350, die kann gut ein ganzes Stück reagieren, die kann sogar noch mal bis zur 500 hochkommen. Ne? 350 auf jeden Fall was man sich auf den Zettel schreiben sollte. Aber alles, was tiefer geht, das bekommt dann natürlich auch, hoch, was haben wir jetzt gemacht? Alles, was tiefer kommt, das bekommt natürlich auch echt, Mensch, jetzt Kinder, alles, was hier tiefer geht, bekommt halt auch echt Ausreißpotenzial halt. Ne? Also wenn der das dann nicht halten kann, dann geht das hier weiter, dann geht das hier 15, 1, was ist denn das hier, 15, 1, 40, 15, 1, 15, bis hier unten ran kann der dann halt, ne? Und das ist dann erst der Anfang von der Keilauflösung, weil das Keilziel liegt ja weiterhin in dem Bereich hier, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, aber 3,50 ist ein wichtiges Zwischenziel, wäre vielleicht auch für die, die Short drin sind und noch keine Teilverkäufe realisiert haben, schon so ein Punkt, wo ich sagen würde, naja, da sollte man vielleicht mal ein bisschen was rausnehmen. Wenn man trotzdem weiterfällt, kann man ja die Shorts irgendwann in Rückläufen wieder aufbauen, aber das ist schon so ein Punkt, der hat deutliches Rücklaufpotenzial. Ich sag mal, wenn er von hier auf die 500 zurückgeht, ne, und er drückt sich dann hoch, dann steht er auf einmal auch schon wieder bei 6,25. Das wäre von unten kommt jetzt so der attraktivste Punkt überhaupt, den er von unten anlaufen kann. 6,25. Ne? Und wenn der hier oben steht und er macht hier dann 2, 3, 4, 5 Tage zur Seite, dann ziehen sie dann auch bloß wieder oben raus. Ja? Ich würde jetzt nicht darauf wetten. Aber so eine 3,50, wenn da lange grüne Kerzen kommen, ich glaube, kann man auch mal long probieren. Auch wenn die Keilauflösung steht, im Zweifel, wenn er wieder zurückkommt oder wenn er das nicht annimmt, dann lässt man sich hier kurz rausnehmen. Das ist ein kleines Risiko, das ist überschaubar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er von dem Bereich sich deutlicher hochzieht und dann vielleicht auch gar nicht wieder runterkommt, die ist schon da halt. Ne? Gerade wenn wir so die ganzen letzten Wochen erinnern, das haben wir so oft gesehen, es ist immer wieder nach unten angerannt ist, man hat immer gedacht, oh, jetzt fällt er endlich mal richtig und am Ende ist er dann aber nicht richtig gefallen. Es ist immer wieder hochgekommen, hat neue Allzeithochs gemacht. Und dafür wäre halt so eine Stelle typisch. Ne? Ich finde die Keilauflösung attraktiv, aber ich möchte es gesagt haben, das ist der Bereich, wo ich gucke, kommen da lange Grüne, dann glaube ich, sollte man vielleicht ein bisschen Fahrt rausnehmen. Man kann vielleicht sogar einen Long probieren, aber nicht in die roten Kerzen rein halt. Ne? Nicht sobald eine 350 kommt, sofort auf Long drücken, dann rennt der vielleicht gegebenenfalls einfach runter und das Potenzial ist ja auch da. Er hat die Leute überrascht. Er hat genau das gemacht, was er für einen Beginn der Keilauflösung machen muss. Es ist perfekt. Es ist nahezu perfekt.
wie er das gemacht hat. Das ist perfektes Timing gewesen. Der hat die Leute richtig erwischt. Der hat die richtig, ne, wie man sonst immer sagt, hat die richtig an den Eiern gekriegt. Halt einfach so richtig diesen Moment gespürt, wo gemerkt hat, oh, jetzt passen sie gerade nicht auf, kann ich schön beide Hände drunter legen. Und in dem Moment, wo die dann gerade das nicht haben wollten, richtig zugedrückt halt. Ne? Und dann saugt er und saugt er und saugt er die richtig aus jetzt hier. Das soll jetzt nicht das falsche Bild erwecken. Hier ist das vielleicht eine blöde Wortkombination, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also die Leute, die sind jetzt hier pissig. Und dann ne, haben wir gerade hergeleitet, die 5 Minuten vorher. Dann reagieren die emotional. Wenn sie emotional agieren, sind sie immer risikobereiter, weil sie sind ja angepisst. Sie sind leicht aggressiv, dann hast du immer eine höhere Risikoneigung. Das heißt, du gibst höhere Positionsgröße. Du bist eher bereit, höhere Verluste in Kauf zu nehmen. Und das mag der Markt, weil das sind doch seine Verluste dann. Wenn ein Mensch emotional agiert, das ist wie so ein Tier halt. Ne? Wenn du als Wolf versuchst, auch ein Tier zu reißen, das, was dann anfängt, da irgendwie, dann treibt es dir doch erst richtig den Jagdinstinkt rein und dann wird das gerissen, wie das nur zu reißen geht halt. Ne? Und so macht der Markt das mit den Leuten, die emotional werden, die mehr Risiko geben, die sich noch angreifbar machen, die ihr ganzes Depot so hinlegen, dass er die Null kriegen kann und dann holt er sich die. Ne? Also da bleibt vernünftig, ne? Wer sich hier überrannt gefühlt hat oder überrannt wurde, versucht euch zu resetten, versucht wieder neutral reinzukommen, sonst habt ihr keine Chance. Der macht dir genau das Falsche zur falschen Zeit. Ne? Schön ruhig wieder rangehen, Neutralität schaffen, auch mal Verluste realisieren, wenn ich merke, das hat keinen Sinn weiterzuhalten. Dann nicht direkt gleich in den nächsten Trade rein, sondern gucken, schön mit dem Messer an der Seite und eben gucken, wo sich was anbieten kann. Den Bereich finde ich interessant. Das wären mögliche weitere Ausreißziele unten raus. Keilauflösung, wir haben oft genug drüber gesprochen, ihr kennt das alle halt, ne? Aber den einen oder anderen fällt es dann schwer, wenn es dann passiert, dann auch zu sagen, okay, krass, ja, jetzt ist es da. Ne? Die meisten sagen dann, oh Gott, scheiße, vielleicht geht er ja doch noch hier hoch, jetzt lege ich Long rein. Und das haben zum Freitag schon so viele gemacht, bin ich mir nicht so sicher, ob der zum Montag da hochkommt. Aber wir gucken gleich den Tageschart. Was müsste er machen, um hochzukommen? Er müsste machen, um hochzukommen, eigentlich einen Aufwärtsgap. Das hat er die letzten Male immer so gemacht, einen Aufwärtsgap und das Gap offen lassen. Und dann geht er an die 6,25 ran. 6,25 wäre an sich erstmal nochmal eine Short-Marke. Das wäre dazu gesagt eine Short-Chance, um sich runterzudrehen, weil ganz viele, die hier oben investiert sind, auch die großen Jungs, wir reden von den Großen, nicht von den Privaten, die großen Jungs, die hier investiert haben und die hier gekauft haben, die vielleicht auch den Flaggenausbruch hier gehandelt haben, die haben gemerkt, scheiße, das hat nicht geklappt. So, und jetzt stehen die Positionen bei denen im Minus und dann sagen die sich, okay, wie komme ich jetzt glimpflich aus der Situation raus? Und das ist so dieser Bereich hier um 6,25. Das ist so der Punkt, wo auch Große rausgehen, die vielleicht drüber gekauft haben, die sagen, das ist mir jetzt zu riskant, ich setze erstmal lieber zurück, mögliche Keilauflösung steht im Raum. Und deswegen sind so eine Bereiche immer, die reagieren immer gut nach unten. Ne? Deswegen ein schönes Shortmarker. Und kommt er aber nicht stark genug dann davon weg, nicht straff genug, macht nicht zu fette rote Kerzen, sondern wären die roten Kerzen vielleicht kleiner als die grünen, die vorher bis da hochgegangen sind, dann wäre das schon so ein kleines Zeichen, dass ich anbahne, dass er wieder drüber geht. Dann kaufen die Jungs sich ihre Long-Position hier drüber wieder zurück, die sie aus Risikogründen drunter vielleicht ausgebaut haben, weil sie sich sagen, okay, hat sich doch erledigt, keine Auflösung, wird nichts. Und dann ist alles, was hier so über 6,70 geht, ne, das ist dann schon wieder bullisch Richtung auch Allzeithochchance. Ne? Aber das muss kommen. Das muss erstmal kommen. Solange das nicht kommt, solange kein Aufwärtsgap kommt, solange der nicht lange grüne Kerzen Richtung 6,25 stellt, lass den erstmal machen. Guck dich die 3,50 an. Ne? Also da würde ich schon ein bisschen. Ich persönlich habe jetzt erstmal die Keilauflösung im Blick. Warnsignale für mich ist, es wäre ein Aufwärtsgap, dann würde ich schon sagen, oh Gott. Und wenn eine fette grüne Kerze nach hier oben sehe. Alles, was nicht so aussieht, was nur flach zur Seite geht oder weiter runter, das ist für mich, geht in die Keilauflösung. Und die Keilauflösung im Zweifel bis hier runter. Haben wir die ganzen letzten Wochen von gesprochen, das hat sich jetzt nicht geändert, nur weil die Keilauflösung anfängt. Ja, das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Okay, gut, ich hoffe, dann habe ich euch gut vorbereitet. Ich denke auch, dass ich euch zum Freitag gut vorbereitet habe, aber ich glaube auch, dass der eine oder andere vielleicht sich auch durchaus von mir, ne, zu motivieren lassen hat, am Verfallstag nicht zu handeln. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil das ist einfach so. So ein Verfallstag, der kann wehtun. Ja? Und jetzt kann man sagen, okay, scheiße, jetzt habe ich nicht gehandelt, jetzt habe ich den ganzen Gewinn verpasst, aber es gibt auch welche, die sagen, oh, zum Glück habe ich nicht gehandelt, weil ich hätte hier die ganze Zeit long gegen gehauen. Und deswegen werde ich sowas auch immer wieder an solchen Tagen sagen halt. Ne? Das nehmt mir nicht übel, weil damit schütze ich die Leute eher. Ne, klar verpasst man dann Gewinne, wenn man da nicht handelt. Ja, aber das ist besser, wie als wenn man die ganze Zeit long drin steht.
Ne, und da stehe ich auch voll dahinter, zu sagen, an so einem Verfallstag vielleicht eher Zurückhaltung. Und das lasse ich mir auch dann gerne zurufen. Das kann ich dann wirklich ab, wenn mir einer vorwerft, wegen dir habe ich hier Gewinne verpasst. Das ist mir 10.000 Mal lieber, als wenn einer sagt, hey Martin, du hast gesagt, Verfallstag, wir sollen alle long gehen. Und jetzt habe ich mir jetzt Genick gebrochen. So, und wir haben uns eben dann hier unten Short einstoppen lassen. Den Short-Trigger hatten wir euch hier auch gezeigt, für die, die eben nicht die Mails von uns mitbekommen. Und wir gucken mal, wie weiter noch kommt. Also für mich, das ist also psychologisch perfekt gewesen, was er am Freitag gemacht hat. Das wäre ideale Vorlage, jetzt unten rauszukommen. Ist einfach so. Wir gucken aber trotzdem kurz den Tageschart, weil das will ich euch noch mal zeigen. Wir hatten nämlich schon mal so eine Tageskerze hier und die kam hier. Die kam am 4.5. Und da seht ihr auch genau, wie er darauf reagiert hat. Ne? Da ist er nämlich auch wieder nach unten angerissen. Die Leute haben gedacht, oh Gott, jetzt fällt er, jetzt fällt er, jetzt fällt er, hat aber nicht getan. Aufwärts gebracht und wieder zurückgelaufen. Und wenn wir sowas sehen, und der schließt auch so hoch, 6,25 rum wäre das, ne? Der Tagesschluss 6,25 rum, dann kann er eigentlich schon davon ausgehen, dass dann hier wieder oben was rausgeht. Ja? So, in diesem Sinne drücke ich euch die Daumen, wünsche euch viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.